Hallo und willkommen zurück zu Gun. Wir pokern uns jetzt den Hals grün. Die Teilnahme ist frei, das Preisgeld beträgt $30 für Runde 2. Geht klar. Wieder unsere altbekannten Gegner hier. Ich will hier erstmal schön sehen die Karten, ne? Was habe ich denn? Ich habe wertlose Karten. War klar, dass du gewinnst. Freu dich. Dich mache ich schon noch fertig. So wie ich euch alle fertig machen werde. Oh, hier müssen wir schummeln. Ich will die beiden Asse haben. Erhöhen um 40. Jetzt steigt nicht alle aus, ihr Feiglinge. Ja, das ist gut, das ist gut. So muss das sein. So, jetzt wollen wir aber erstmal ein bisschen sehen, was hier los ist. Also ihr zwei geht mit, du steigst aus. Okay, okay, okay. Na, hier müssen wir mal ein bisschen schummeln. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, wie ich dich verachte. Naja, gut. Die kriege ich schon noch platt. Wartet's nur, aber ich mache euch alle fertig. Ja, steigt ihr ruhig alle aus. Feiglinge. Also ein Zweierpärchen haben wir sogar. Sogar drei Zweien hier, Mensch. Da ist was los. Vier Zweien, yay. Und ich habe gewonnen. Ja, vier leider nicht. Da gewinne ich schon mal und dann nur so ein Schwachsinn. Weil die auch immer alle sofort aussteigen. Das sind alles Feiglinge hier. Spielt doch ordentlich mit. Hier haben wir 3, 4, 5. Und 9. Ah, 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 ah. Ich bin noch dabei, ganz ruhig. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Oh Gott. Und damit haben wir verloren. Na gut, die Pokermissionen werden auch nicht einfacher, ne? Wie das halt so ist. Aber gut, okay. Zeigt mir die Gordon. So, also ein paar haben wir. Sogar zwei, wenn man die beiden Sechsen zusammenrechnet. Ich weiß nicht, ob das geht. Ich bin ja so eine Pokerniete. Ja, gewinn du halt. Wieso gewinnst du mit einem Ass und einer 3? Ich muss das Spiel nicht verstehen. Hauptsache schöne hohe Paare, dann passt das schon. So, also hier müssen wir jetzt wieder schummeln. Schummeln wir uns die 8 und die 9 ran. Ach, Feigling. Immer wenn ich gute Karten habe, dann steigen die alle sofort aus. Ich habe hier gar keine Chance, mal richtig schön Asche zu machen. Ihr seid alles Feiglinge. Komm, zeig die Karten. Also der König ist schon mal gut, dass ich den habe. Na, besser wird's nicht. Ich schummel mir trotzdem mal die 3 mit vor. Und ich habe gewonnen. Und der erste ist Platz. So muss das sein. Tja, Joey. Tut mir leid. Ja, steig du ruhig aus, mein Freund. Steig du ruhig aus. Ja, komm, zeig mal die Karten her. Da ist jetzt schon wieder einer alles. Und gewinnt damit sogar noch. Du Schwein! Ach ja, was haben wir hier? Ja, steigt direkt wieder aus. Okay, du bist also unser Feind. Komm schon, hör auf, hochzusetzen. Ich will dich... Mann, ich habe Angst. Das schaffe ich mit den Karten nicht. Was? Ich habe gewonnen? Mit den Karten? Ah, wegen dem Joker. Ass, Ass, Dame, Joker. Sehr gut. Da habe ich ja den nächsten schon platt. Tut mir leid, Crady. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, du gewinnst jetzt hier. Aber gut, okay. Ach, jetzt muss ich nicht mal mehr was machen zum Gewinnen. Es ist wieder soweit. Und gleich nochmal gewonnen, weil es so schön war. 5, 9 und die 4 könnten wir uns reinschummeln. Machen wir aber nicht. Wir sind ja ehrenwert.
Und wir gewinnen auch so schon, wir müssen nicht mal mehr irgendwas machen. So, der will spielen. Kann er gerne haben. Was haben wir denn hier alles? 3, 7, 10er Paar. Und der ist ausgestiegen. Finde ich gut. Also die Runde haben wir auch gleich abgehakt. Hier, die machen wir ja alle platt. Komm, steig aus. Mein Junge. So, 4, 10 und noch eine 4 könnten wir uns reinmogeln. Brauchen wir aber gar nicht. Aber dieser Cheese da hinten, der ist. Der geht irgendwie immer als letzter drauf. Bei diesen Pokerturnieren. Der ist ganz gut. Wenn er nicht gerade aussteigt. So wie der da. Jetzt kann er nicht mehr aussteigen. Jetzt muss er alles setzen. Mein Freund. So, 2. Brauche ich die 4? Ich denke nicht. Oh, du gewinnst! Wieso gewinnst du? Du bist böse. Ich hasse dich. Jetzt hast du 15. Ah, ich mach dich schon noch platt. Kommt, steigt alle aus. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Also die beiden Vieren, die würde ich mir ja schon ganz gerne mal hier hinschummeln. Du setzt alles, mein Freund. Tja, tut mir leid. Diesmal ist er nicht als letzter drauf. Sondern der McCall wird diesmal als letzter draufgehen. So, die Dame haben wir auch. Wir schummeln uns noch die 6 an. Wieso gewinnst du? Du bist gemein. Zwei Paare. Schön für dich. So, der muss aber wieder alles setzen. So. 3, 4, 5. Die 6 schummeln wir uns noch rein. Und zack. Feierabend. Tut mir leid, ich habe wieder gewonnen. Bargeld 30 Dollar. Ja, und jetzt haben wir hier nämlich keine Pokermission mehr. Entschuldigung für die Flasche. Deshalb müssen wir jetzt wohin reiten? Nämlich nach Empire. Zu den nächsten Pokermissionen. Ach ja, wird mir das Örtchen hier fehlen, aber wir müssen ja irgendwann nochmal zurückkommen wegen Patenten, ne? Ah, jetzt erstmal ganz flugs rüber nach Empire City und dann geht's ab mit den Pokermissionen. Vielleicht machen wir heute sogar ein extra langes Video und nehmen die ganzen Missionen sowas von durch. Also die Pokermissionen, ne? Die Banditen ignoriere ich einfach mal gekonnt. Oder auch nicht, weil die mich sowas von aufregen. Bitteschön. Ja, die immer mit ihrem Soapy hier. Ich will jetzt nicht Soapy treffen. Ich will jetzt in Ruhe hier die Nebenmission abklappern. So, jetzt sind wir wieder in diesem hübschen kleinen Wildweststädtelein. Empire City. Achso, da können wir auch gleich mal zum Shopreiter rüber. Shopreiter, zum Shop-Inhaber. Händler. Typ. Der hat doch May bestimmt doch I schöne Sachen für interest uns. you in some fine wares? Na, aber natürlich. Was hast du denn noch Feines? Extra Dynamit, Schrotflintenmunition, noch mehr Schrotflintenmunition. Das können wir uns nicht leisten. Na, schönen Dank. Aber den Laden kaufen wir uns auch noch leer. Das könnt ihr annehmen. So, hier haben wir auch Pony Express und Bundesmarschall-Mission wieder. Und wo können wir pokern? Da hinten. Los geht's. Na, aber natürlich. 40 Dollar, da mache ich mit. Unsere neuen Gegner sind Chaili, Chigga, Doc und Buck. Na gut. Mal ein paar neue Gesichter hier. Und die Farbe hat sich geändert von den Karten. Na, sowas aber auch. Ja, jetzt. Boah, dieser Chigga macht aber ein dummes Gesicht hier, Mensch. Ich mag solche Gesichter nicht. Ich erhöhe so lange, bis er aussteigt. Boah, der ist ja jetzt schon fast platt. Finde ich aber gut. Direkt erhöhen hier, dass alle aussteigen müssen. Du wirst sehen. Dann wirst du deinen Untergang sehen, mein Freund.
Wir können auch hier gar nicht schummeln, sehe ich gerade. Du gewinnst. Blöder Doc, von dir lasse ich mich nicht behandeln. Wenn ich mal Fieber hab, du, da gehe ich zu einer Kräuterhex. Dieses Doc scheint auch immer gute Karten zu haben, oder auch nicht? Ja, steigt ihr ruhig alle aus, ist mir doch egal. Ich erhöhe direkt nochmal hier, zack. Oh, ich hätte das mit dem Erhöhen lassen sollen. Ja, hätte ich. Boah, jetzt hat der Doc hier aber ganz schön Zeug wieder drauf. Blöder Arzt. Der wird schon noch sehen, was er davon hat. So, du willst wieder sehen. Kann ich dich denn auf alles überreden? Boah, kann ich tatsächlich und er gewinnt. Gut, das war keine schlaue Idee jetzt von mir. Ich dachte, ich könnte den damit rauskitzeln. Ach, ich krieg noch was. Na, das ist gut. Dann machen wir das direkt nochmal, damit die alle aufgeben und wir schön Kohle bekommen. Oder auch nicht, der will es wissen. Und gewinnt. Jetzt haben wir aber versagt. Naja, gut. So ist das. Wiederholen. Ja, komm, wir machen hier erstmal. Wir fangen ganz leicht an, ganz einfach. Ganz toll. Oh, ich hasse Kartenspiel. Kartenspiele, die ich nicht kenne. Na, 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 na. Wieso komme ich immer auf sowas? Hey, ich habe gewonnen. Die haben aber auch alle viele Chips hier, Mensch. Direkt erstmal erhöhen. So, die 2 kann ich halten. Kommt schon, haut mir noch eine Dame vor den Latz. Seid doch nicht so gemein zu mir. Schön für dich, Doc. Da brauchst du nicht gleich von der Bildfläche hier verschwinden, Mensch. Du kannst auch ruhig im Raum bleiben. Vor Freude rausgerannt. Naja, steigt mal alle aus. 8, 9, 10, das halte ich, mein Freund. Das halte ich. Nicht mit mir. Könige. Und du gewinnst, war ja klar. Ja, das ist halt Mist, wenn man keine Ahnung vom Pokern hat. Aber das kriegen wir schon irgendwie gebacken. Ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir das irgendwie hinkriegen. Alles. Und wieder einmal haben wir versagt auf ganzer Linie. Dafür werde ich mich furchtbar rächen. Okay. Ich möchte sehen. Die 7 halte ich. Bah, die 6 sind aber böse. Aber ich habe trotzdem gewonnen. Steigt aus, erhöht, steigt aus, steigt aus. Ich möchte sehen, was da los ist. Na, ich glaube, hier verliere ich. Ja. Schön für dich, mein Freund. Jigger. Jetzt bleiben gleich 2 im Spiel. Also die hier pokern besser als die Leute in Dodge. Das ist schon mal klar rauszusehen. Ja, ich habe nur ein 2er-Paar. Was? Gemeinheit, ich muss. Okay. Gewinn du halt. Ich versuche mein Glück nochmal. So lange, bis es klappt. So, also die 7, die kann ich schon mal mitnehmen. Da erhöhen wir gleich noch ein bisschen. Wieso gewinnst du jetzt schon wieder, Mann? Ich hasse dich, blöder Chicker. Der macht mich fertig. Ich will sehen. Direkt erhöhen auf 40, vielleicht steigt er aus. Boah, ich hasse ihn. Jetzt zwingt er mich schon wieder alles zu setzen. Aber ich gewinne. Sehr gut. Wow. Boah, jetzt wollen alle 3 mitwirken. Chica setzt alles. Buck hat nicht mehr viel. Doc hat nicht mehr viel. Okay. Die 9 habe ich. Lass mich mal sehen, was wir hier haben. Erhöhen um 10.
Ich möchte gewinnen. Ja, sehr gut. Wunderbar. Damit haben wir jetzt in einem einzigen Spielzug 3 Gegner fertig gemacht. Genial. Tja, meine hübsche Dame, du bist als nächstes dran. Erhöhen um 15. Da gewinne ich sofort. 2,5, das ist gut. Oder auch nicht, weil die direkt wieder aufgibt. Ach, du steigst aus. Na, das ist aber schade. Ach ja, meine kleine Dame. Erhöhen um 15, da steigt sie wieder aus, wusste ich's. So kann man sie auch runtertreiben, ohne irgendwas zu machen, außer zu erhöhen. Kriege ich hier das Geld reingeschoben, becherweise sogar. Die hat nur noch 35. Jetzt dürften es nur noch 30 sein, yay. Und sie steigt wieder aus. Jetzt hat sie nur noch 20. Und sie steigt wieder aus. Und sie hat nur noch 15. Und sie steigt noch einmal aus. Da waren es nur noch 5. Jetzt muss sie spielen. Muss sie nicht? Was soll er? Jetzt setzt sie alles. Alles oder nicht. Nichts, nicht, nicht. Nee, nee, nee. Egal, zu viele nichts. So, die 3 haben wir. Oh. Yay, aber wir haben es geschafft. Tut mir leid, meine Kleine, tut mir leid. Du hast das Turnier gewonnen. Und direkt ins nächste. Runde 5. Wenn wir das einmal geschafft haben, schaffen wir es auch wieder. Oder möglicherweise auch nicht, denn unsere Karten sind relativ schlecht. Ja, ja, freu dich, Chica, freu dich. Ich will euch alle leiden sehen. Wir machen direkt hier Crashkur, dann steigt er aus. Ich habe nämlich Scheißkarten. Habe ich schon gesehen, dass ich nicht gewinnen kann, also lieber schnell alles setzen. In den ersten Runden ist das noch nicht so schlimm, falls man dann doch verliert. So, na dann lasst mich mal die Karten sehen. Na, steigt ihr wieder alle aus. Das sieht schon wieder so böse aus, alles. Danke fürs Aussteigen. Ihr seid wahre Freunde. Wow, 2 Damen. Und alle Welt steigt aus. Ich geh mit, mein Freund. Ich erhöhe um 30 und du steigst aus. Das ist gut. Ach ja. Läuft doch gerade ganz gut für uns. Also langsam kapiere ich auch, was ich hier ungefähr machen muss. Und ich sehe auch, dass ich schon wieder keine guten Karten habe. Aber der hat alles gesetzt. Der kann nicht rausfliegen, verdammt. Dann bin ich verloren. Oder auch nicht, denn Buck holt sich das ganze Zeug. Und damit ist zumindest der Doc schon mal weg. Damit erhöhen sich die Chancen, dass ich gewinne. Alles, mein Freund. Verdammt, der geht mit. Nein, geht er nicht. Doch, geht er, aber ich gewinne. Das ist gut. Jetzt musste Buck auch schon alles setzen. Hier, zack, erhöhen. Mir ist das jetzt egal, wenn ein anderer gewinnt. Hauptsache, der Buck ist wieder weg. So kann ich nach und nach alle ausschalten und schön nach oben treiben. Was? Der steigt aus? Wieso tust du das, Jigger? Aber der Buck hat nichts bekommen. Warum? Hätte ich lesen sollen, was da steht? Naja, gut. Er hat nichts bekommen, wahrscheinlich irgendwie. Keine Ahnung, was. Was weiß ich. Hauptsache, er hat nichts gekriegt davon. Und jetzt ist er weg. Kämpfen wir wieder gegen Chica und Jelly. Chica Jelly. Ach, das ging aber schnell jetzt, die Runde, Mensch. Und die ging noch schneller. Jetzt werden sie wieder feige. Steigen alle paar Minuten aus. Der setzt alles. Schlechte Karten für den Peter. Naja gut, Chica hat jetzt ziemlich viel Kohle. Hä, wieso?
Naja gut, da haben die eben beide noch Geld. Was soll's? Ich mach euch trotzdem platt. Erhöhen um 40. Du steigst aus. Gut, meine werte Dame. Jetzt spielen nur noch wir beide. Und ich finde meine Karten eigentlich ganz ordentlich. Wieso gewinnt die mit einer 2 und 2 Damen? Und einer 10 und... Ach, egal. Ich muss dieses Spiel nicht verstehen. Hauptsache, ich gewinne irgendwie. Und da ich ja nicht schummeln kann, kann ich nichts weiter machen, als einfach mitgehen. So, damit haben wir jetzt nur noch den Chica als Gegner. Den werden wir ja wohl klein kriegen. Freu dich, freu dich. Mehr sage ich dazu nicht. Freu dich einfach. Nein, 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 du brauchst dich nur freuen. Ich mach dich sowieso irgendwann platt. Zum Beispiel, indem ich gar nichts machen muss. Das sieht doch ganz gut aus. Drei Könige, ist das nicht hübsch? Ich erhöhe um 10, mein Freund. Ach komm schon, sei nicht so feige. Sind doch alles Peanuts-Beträge hier. Zack, ich erhöhe gleich nochmal und nochmal. Ohne auf die Karten zu achten, ich Schelm. Ich sollte mich schämen, ich armer, armer Wicht. Denn das reicht zum Gewinnen nicht. Jetzt erhöhe ich hier gleich nochmal und gewinne, ohne irgendwas machen zu müssen. Boah, das gefällt mir nicht. Der Chica, der macht mich ganz schön fertig. Oder auch nicht. Ich erhöhe. Und du steigst aus. Du bist ein Feigling. Ja, also das Erhöhen, damit mache ich den fertig immer. Und er steigt wieder aus. So kann das ruhig den ganzen Tag gehen, habe ich kein Problem mit. So kannst du auch gerne laufen. Du erhöhst. Was hast du denn für Karten, mein Freund? Bitte lasst mich gewinnen. Ja! Huhu! Haha. Oh, aber Chica ist noch da, aber der hat nur noch 5 Pennies hier. Da werden wir den wohl schnell hier fertig haben. Ich habe ja auch gute Karten. Zack. Tja, so einfach ist das. Turnier gewonnen. Und direkt in die Runde 6 rein. Jetzt werden wir ihn nochmal so fertig machen. Erhöhen um 20. Alle Welt steigt wieder aus. Nur er nicht. Er bleibt konsequent. Und deshalb sage ich alles. Und ich gewinne. Und damit ist der erste Gegner schon wieder platt. Also diese Runde läuft gut. Langsam wird's doch. Ach, kommt schon. Ihr müsst es mir doch nicht zu leicht machen. Steig aus, steig aus. Und du auch. So, Ass und 9, der erhöht kräftig. Da mache ich doch mal mit. Da erhöhe ich gleich nochmal, solange bis er aussteigt. Ich habe gesagt, erhöhen, ich kann es mir leisten. Erhöhen! Und ich habe gewonnen. Damit dürfte der nächste Platz sein, ja. Also das wird eine sehr schnelle Runde. Jetzt haben wir ja nur noch den Doc und die Jelly hier zu besiegen. Und dann wird das auch alles ziemlich schnell gehen, denke ich mal. Es geht ja jetzt schon los, dass die alle feige aufgeben die ganze Zeit. Na gut, jetzt schon ist gut gesagt, das hier ist eine schnellere Runde. Also von daher ist das normal, dass das zu diesem Zeitpunkt losgeht. Es sind nur noch zwei Feinde, beide wenig Geld. Ich habe das meiste auf dem Tisch. Ach ja, du wirst erhöhen. Schnecke, danke. Ass und zwei. Da fühlt der Peter sich frei. Wie? Hexe, verbrennt sie. 6 und Dame. Wer hätt's geahnt, ey? Erhöhen um 45. Erhöhen um 20. Gib auf, meine Lady, gib auf.
Habe gewonnen. Mach's gut, Jelly, mach's gut. So, werter Arzt. 7 und 2, da fühle ich mich high. Und gewonnen. Acht und Bube, dich Doktor werfe ich in die Grube. Du kannst nicht gewinnen, das geht nicht. Ist gegen die Regeln. 5 und 9. Dich treibe ich in die Scheuen. Einsatz 0, Einsatz 0, Einsatz 0. Gewonnen. Wir haben gewonnen, 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 gewonnen. So, jetzt ist nämlich die Frage. Da müssen wir mal eben nachgucken in den Statistiken, Spielstatistiken. Pokerturnier 100%. Das heißt, wir sind jetzt mit den kompletten Pokermissionen fertig. Haben wir gut gemacht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich stelle mich hier noch schick hin. Das ist aber auch ein schicker Laden hier. Na gut, wir sehen uns.